gerade schon mit dem Tilburger Spieler gesprochen. Eigentlich war es ja verrückt. Ihr führt 5:1 und am Ende kriegt ihr 7 Gegentore im letzten Drittel und verliert am Ende noch. Ist das für dich in Worte zu fassen, diese Leistungsschwankung zwischen den ersten beiden Drittel und dem letzten Drittel? Ich glaube sogar, die erste Reihe hat binnen 3 oder 4 Minuten 3 Gegentore bekommen im dritten Drittel. Es ist schwer jetzt, die Worte dazu zu finden. Das müssen wir uns nochmal anschauen, genau, um dass ich dir hier eine gute Antwort geben kann. Eishockey ist ein schneller Sport, Tore passieren schnell, wir haben es gesehen, wir haben am Anfang viele schnelle Tore geschossen, das geht in beiden Richtungen und ja, wie gesagt, das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen, damit das für uns nicht mehr passieren darf. Du hast auch öfters mit den Schiedsrichtern diskutiert, waren das Entscheidungen, die du nicht verstanden hast oder war das am Ende einfach der Frust, der dann überwogen hat? Das ist auf jeden Fall ein bisschen Emotion, dass aus einem rauskommt, ein bisschen Frustration. Manchmal Entscheidungen, die man nicht wirklich versteht, die Schiri selber nicht einen erklären können. Aber wie ich immer sage, ich mache während dem Spiel Fehler, die Schiris machen während dem Spiel Fehler. Das gehört zu dem Sport dazu. Guillaume, ich weiß, es gibt sicherlich bessere Momente, als jetzt in so einer Situation nochmal zurückzublicken auf etwas Erfreuliches. Du hast nämlich im Januar das Tor des Monats der DEB Oberliga Nord geschossen. Dafür möchte ich dir an dieser Stelle natürlich auch nochmal gratulieren. Danke. Und das Tor können wir uns nämlich jetzt direkt einmal angucken, hinter uns. Das war das Spread TV und TheFan.fm präsentieren den Sieger des Tor des Monats Januar 2021 in den Eishockey-Oberligen Nord und Süd. Herzlichen Glückwunsch! Aus Herford. Zahlentechnisch hängt der Sohn des Bietigheimer Cheftrainers seinen Werten aus Vorjahr deutlich hinterher. Dafür aber sind die Tore sehr schön anzuschauen. Spread TV und TheFan.fm danken allen Eishockey-Fans fürs Abstimmen. Natürlich vor allem denen aus Herford. Jeder fragt sich, was da mit mir los ist, aber das sind so Momente, das passiert alles ziemlich schnell. Da wird nicht viel nachgedacht und das ist auf Instinkt alles und das sind schöne Momente, die man sich auf jeden Fall freut. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, knapp 400 Stimmen der Eishockey-Fans hast du bekommen und deswegen gibt es diesen Pokal einmal, den du dir zu Hause hinstellen kannst von der DEB. Ist jetzt nicht der größte, gebe ich zu, aber es steht zumindest alles Wichtige drauf, Januar 2021. Dann, danke. Ja, dann erholt euch gut, Sonntag geht es direkt weiter und wir sehen uns dann am Sonntag. Danke, bis Sonntag, ciao. Danke dir.